Das ist das Oppo Reno 8 Lite und ich weiß nicht mehr, was sie dort tun. Ihr versteht gleich, was ich meine. Das Oppo Reno 8 Lite ist wieder mal ein extrem verwirrendes Smartphone von Oppo. Es hat ein hochwertiges Design, einen Kopfhöreranschluss, leuchtende Benachrichtigungsringe um die Kamera, aber an wichtigen Stellen fehlt es dann auf einmal. In der Box gibt es wie üblich eine Verpackung mit Papierkram, Schutzhülle und SIM-Nadel, darunter dann das Smartphone, kommen wir gleich zu, ein 33-Watt-Netzteil und das Ladekabel. Kopfhörer gibt es ja seit einer Weile schon keine mehr, aber gut, das ist jetzt kein Desaster, finde ich. Und nun zum Gerät. So, das erste, was auffällt, ist das kantige Design. Die Reno-Reihe hat jetzt immerhin ein konsistentes, flaches Design bekommen, womit man es gut wiedererkennen kann. Das Gerät ist auch relativ hochwertig und durch die leichten Materialien ist das Reno 8 Lite dem Namen entsprechend schön leicht unterwegs. Das ist hier gar nichts gegen Brocken wie das iPhone 13 Pro Max oder so. So stelle ich mir prinzipiell auch kantige Geräte vor. Vom Design und der Verarbeitung her hat man hier ein schönes Gerät für den Preis. Vor allem hat man mit knapp 7,5 mm Dicke ein Gerät, was man auch schon als schmal durchgehen lassen kann. Dahingehend bin ich hier also positiv überrascht. Meine Farbe ist zwar langweilig, da hätte ich mir die Rainbow Spectrum genannte Farbe mehr gewünscht, aber gut, auch Schwarz hat irgendwie was. Wo Oppo aber überraschend Abstriche gemacht hat, und das ist eine kleine Sache, wirklich, das ist der Powerbutton. Nicht mehr diese, der hat nicht mehr diese grüne Riffelung. Klar, das störte mal zwar keinen, aber diese Abhebung fand ich immer ein nettes Detail bei Oppo-Geräten. Schade, dass das hier fehlt, auch wenn das natürlich im Alltag nichts beeinflusst. Die Ausstattung ist in Ordnung. Man hat hier den 5G-fähigen Snapdragon 695, der ungefähr auf dem Leistungsstand eines Snapdragon 765G von vor 2 Jahren ist, was an sich eine ausreichende Leistung darstellt. Oppo hat hier allerdings angefangen, die Animation zu beschneiden, das in der Flüssigkeit nicht gut auffällt und zudem noch den guten Eindruck etwas schmälern kann. On top kommt noch, dass sie hier als Display auf einen 60-Hertz-Panel gesetzt haben. Zwar ist das mit Full HD Plus schön scharf und durch die OLED-Technik auch schön knackig, lebendig und so weiter, aber auch das schadet der Flüssigkeit des Betriebssystems. Das Display wird außerdem auch nicht so hell wie manche anderen Geräte und Probleme mit der Blickwinkelstabilität des Displays gibt es ein Stück weit auch. Die Regenbogenverfärbungen kommen schneller als mir lieb wäre, man muss das Gerät nicht besonders weit drehen. Ich denke, das hier ist ein Display von einem billigen chinesischen Zulieferer statt von Samsung und Oppo hat in diesem Preisgebiet mehr zu bieten, die Konkurrenz ebenfalls. Das Kinn unten ist auch etwas dicker als üblich, also hier wurde gespart, da kann ich leider nichts gegen sagen. Klar, das Display ist besser als die Panels der A-Reihe dieses Jahr, aber Oppos Reno 7, was über 50 Euro günstiger ist, hat ein 90 Hertz OLED-Panel und das Reno 6 deklassiert die beiden sowieso in jeder Disziplin. Der Prozessor ist hier 5G-fähig, was bei der A-Serie und dem Reno 7 ja nicht der Fall ist, denn hier ist der Snapdragon 695 verbaut, wie eben schon gesagt. Er ist aus der günstigeren 6000er-Reihe, hat auch die theoretische Leistung des 765G, was ich ja eben schon gesagt habe, aber ich brauche ja niemandem was vormachen, danach fühlt sich das nicht an. Klar, die Performance ist grundsätzlich akzeptabel, aber es gibt hier und da einfach Ruckler, die ich nicht sehen möchte und die auch nicht sein dürfen. Die Ladezeiten der Apps und so weiter sind akzeptabel, aber durch die 60 Hertz oder nicht, das ist einfach keine Performance, die ich hier erwarte. Und ich habe Oppo ja schon lange in Schutz genommen, dass sie die Performance hier wenigstens noch optimieren und die Animation nicht beschneiden. Die nicht beschnittene Software war lange ein Punkt, den ich hier noch loben konnte, aber jetzt lassen sie da auch noch nach. Es fing schon früher an in der A-Serie, dass sie hier veraltete Android-Versionen installiert haben und auch wenn es hier immerhin das neue ColorOS gibt, wenn sie hier schon fast 2 Jahre altes Android vorinstallieren, ist die Optimierung hier nicht mehr so gut wie sonst. Die Animationen beim App-Öffnen sind hier runtergebrochen worden, während das die schwächeren A-Geräte noch nahezu unbeschnitten den Flagships nachgeahmt haben und dabei nicht mal zwingend an eine Leistungsgrenze gestoßen sind. Und das Profile X2 Neo, was einen Leistungsvorsprung im einstelligen Prozentbereich hat, hat die vollen ColorOS-Animationen mit Dual Layer, also der Loslösung vom Icon gegenüber dem Hintergrund, etwas, was an sich relativ viel Leistung erfordert. Dieser Chip hier, der könnte das. So ist es ja nicht. Aber sie entscheiden sich stattdessen, das hier fallen zu lassen. Das Find X2 Neo hat zwar ebenfalls mehr RAM und Speicher, aber das kann ich hier wirklich verzeihen, denn 8 GB RAM und 128 GB Speicher sind oberer Standard in der Preisklasse. Unterer Standard ist aber die Technik vereinsamt. LPDDR4X RAM ist zwar flott, aber der UFS 2.2 Speicher ist seit 3 Jahren veraltet und könnte hier auch die langsamen Geschwindigkeiten erklären. Aber wieder, der Speicher des Find X2 Neo ist nicht schneller und das Ding läuft gut. Daher lässt sich das ja eigentlich nur noch aufs 90 Hz Panel zurückführen und auf die ebenfalls schlechter optimierte Software. Und noch ein Wort zu den 60 Hz. Beim iPhone, da sind es ja auch nur 60 Hz. Aber hier ist mir das nie störend aufgefallen. Hier schon. Also,
man merkt, dass hier einfach Geschwindigkeit fehlt, die hier nicht fehlt. So, kommen wir zur Kamera. Wenn ihr meine Videos schon eine Weile schaut, wisst ihr, dass der Prozessor auch die Bilder beeinflusst, was hier bedeutet, die Vorschau ist genauso niedrig qualitativ wie bei anderen Einsteiger-Smartphones, wie beispielsweise den Redmis und Pocos dieser Welt. Das kann mit der Optimierung zusammenhängen, aber das müsst ihr die Hersteller fragen. Fakt ist, mangels optischer Bildstabilisierung ist die Vorschau hier nicht besonders hochqualitativ, sondern eher verwackelt und die kleine Auslöserverzögerung kann dafür sorgen, dass Bilder, die ihr schnell macht, verwackelt sein können. Im Laufen fotografieren ist hier teilweise einfach nicht möglich. Die Kamera an sich ist aber anständig, es ist die typische 64 Megapixel Hauptkamera, die wir hier aus vielen Geräten dieses Jahr kennen. So wie ich das sehe, ist das hier der Samsung GW1, ein solider Mittelklasse-Sensor. Der kann gute Fotos erstellen, würde aber von einer optischen Bildstabilisierung profitieren. Ich habe auch mal das A53 neben dem Reno 8 zwei Fotos machen lassen und nun ja, sowohl auf den ersten Blick als auch auf den zweiten ist das A53 hier überlegen, nicht nur vom Look. Kleines Detail noch, Oppo gibt mit dem Open-Loop-Schrittmotor an, als wäre das irgendwie ein Verkaufsargument, aber ist es nicht. Das ist eigentlich total irrelevant bei Smartphones, warum sie das überhaupt aufs Datenblatt schreiben, bei einem Budget-Smartphone erschließt sich mir nicht. Ach ja, und was den Vogel komplett abschießt, es fehlt ein Ultraweitwinkelsensor. Ich hole jetzt mal einen lächerlichen Vergleich raus, nur um diese Absurdität des Fakts klar zu machen. Man bekommt ein 2 Jahre altes 200€ Samsung-Handy mit Ultraweitwinkel und es gibt nun mal Fotos, die man einfach ohne Ultraweitwinkel nicht aufnehmen kann. Das halte ich hier für keine gute Entscheidung. Aber für gute Entscheidungen ist Oppo in letzter Zeit eh nicht bekannt und wenn wir über die Reno 8 Serie reden, dann fällt mir dazu eh nichts mehr ein. Aber gut, das ist ein Thema für ein anderes Video. Videos sind hier nur in Full HD möglich und auf dem Ultraweitwinkel... Achso, es gibt ja keinen, stimmt. Stattdessen haben wir hier 2 Megapixel Makro- und Tiefensensoren, was... Naja, ich weiß nicht mehr, was Oppo tut. Also, warum? Warum das, aber kein Ultraweitwinkel? Übrigens, wenn euch dieses Video gefällt, wäre ein Abo besser als die Marketingstrategie von Oppo. Ein cooles Feature hier und das vermutlich einzige Besondere ist die leuchtende Kamera. Beide Kameraeinheiten können blau leuchten, wenn Nachrichten ankommen. Was eine wirklich schicke Sache ist, aber in meinen Augen sollte man erstmal die Basics regeln, bevor man mit sowas anfängt. Das Reno 7 Pro beispielsweise hätte ich hier echt gern gesehen, aber offensichtlich ist das nicht der Fall und jetzt brauchen sie es in so einem Gerät auch nicht mehr bringen. Also wenn sie das Reno 7 Pro, wobei die Hardware stimmt, hierher gebracht hätten, super Sache, aber hier vielleicht erstmal mit den Grundlagen anfangen. Dann aufgeladen wird hier auch nur mit 33 Watt, was auf A-Serien-Level ist und ich wiederhole mich gerne, hinter dem Reno 7 zurückhängt. Denn das kostet nahezu gleich viel, hat aber 65 Watt Fast Charging, inklusive quasi identischem Akku, von 90 Hertz, dünneren Displayrändern, einer besseren Verarbeitung und so weiter, ganz zu schweigen. Oppo ist eine Offline-Marke, was ja an sich nicht mehr schlimm ist, aber mit sowas wie einem dünneren Kinn, einer höheren Wiederholrate und wenigstens etwas besserer Optimierung könnte man auch da was reißen. Und auch optische Bildstabilisierung, das fällt auf dem Specsheet keinen auf, macht aber auch einen großen Unterschied im Alltag. Also ich muss wirklich sagen, das Reno 8 Lite hat irgendwie aktuell keinen Platz im Oppo-Line-Up. Die A-Serie ist signifikant günstiger und hat halt einfach weniger Abstriche und mal ganz ehrlich, in dem Preisgebiet, ich wiederhole mich gerne, würde ich einfach Realme kaufen. Das Realme GT Neo 2 gibt es beispielsweise für den Preis schon mit selber Kamera plus Ultraweitwinkel, 120 Hertz Samsung Display, 65 Watt Super Fast Charging und so weiter. Der einzige Punkt, wo das Reno 8 Lite wirklich überzeugen kann, ist das Design und das reicht einfach nicht, außer man legt auf nichts anderes Wert. Aber auch dann gibt es ein Reno 6 für ungefähr selben Preis mit viel besserer Technik. Naja, immerhin gibt es hier noch einen Ultraweitwinkel. Alles klar, das war's mit diesem Video. Hier neben mir findet noch ein Review über die aktuelle H-Serie und unter mir eine allgemeine Smartphone-Kaufberatung. Frisch von Juni, da werden hoffentlich alle Fragen geklärt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.